für den Wind fand ich ganz gut. 200 km/h. Und auch wichtig, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Weil jetzt mal zu Hause, du lädst zu Hause an der Wall. Ich rechne mal, ja, ist schwierig zu sagen, ne? 30, sagen wir 35 Cent. Wenn ich zu Hause laden würde, ne? Lass doch gucken, ob wir den Verbrauch schlagen können. Aber mit meiner Fahrweise, meinst du, dass das klappt? Ich fahre heute zum ersten Mal den neuen Mercedes-Benz EQE 350 Plus und da nehme ich euch mal mit. Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wer uns verfolgt, hat gesehen, dass wir vor, ich glaube, 1 bis 2 Wochen schon mal den neuen EQE 350 da hatten, sodass wir ihn uns statisch angucken durften. Jetzt ist es so, wir haben den Vorführwagen endlich zugelassen und ich fahre heute tatsächlich das erste Mal mit dem EQE 350. Das heißt, ich würde gerne mit euch mal schauen, was verbraucht das Auto so? Was werden wir so während der Fahrt entdecken? Wie ist das Fahrgefühl? Und ja, im Endeffekt machen wir sonst eigentlich mal so einen Verbrauchstest. Wie viel verbraucht das Fahrzeug auf 100 Kilometern? Das machen wir heute auch. Das heißt, wir schauen uns am Ende mal an, was bei rausgekommen ist. Aber wir gucken uns noch mal einiges anderes an, was das Fahrzeug noch so kann. Es ist aber so, dass ich nicht der allererste bin, der dieses Fahrzeug gefahren hat. Es sind schon 2 Kunden damit gefahren. Das heißt, das Auto hat schon ein paar Kilometer. Und es wurde... Wollen wir mal gucken, aber dann weiß ja schon jeder, wie der Verbrauch ist. Dass der Verbrauch so extrem gut ist. Ich glaube, wir machen das so, den Verbrauch von der, also wir gucken uns beides an. Wir gucken uns einmal den Verbrauch der Profahrten an, die wir bisher hatten. Wir gucken uns den, die Werksangabe des Verbrauchs an und wir schauen uns an, was ich auf der Fahrt verbraucht habe. Denn ich werde, oder ihr kennt es vielleicht auch schon, ich werde über Land fahren, wir werden durch die Stadt fahren, also Julia und ich machen das. Und wir werden auch über die Autobahn fahren und vielleicht testen wir auch mal, wenn möglich, wenn Julian das zulässt, ob wir auch wirklich 210 fahren können und gucken uns dann mal wirklich am Ende den Verbrauch an. Und haben dann so einen guten Mittelwert. Ja, ansonsten. Ne? Lass doch gucken, ob wir den Verbrauch schlagen können. Aber mit meiner Fahrweise, meinst du, dass das klappt? Warum nicht? Da kann man das mal gegeneinander halten. Ja, okay, dann ja, machen wir das. Komm her. Wir gucken mal rein. Weißt du denn, was für ein Fahrer den vorher hatte? Tatsächlich waren das 2 Firmenkunden, also Dienst, also Firmeninhaber als Dienstwagennutzer sozusagen. Okay. Aber mein Kollege hat mir das heute Morgen schon verraten und sagte, wir haben den benutzt, sind normal gefahren und er war überrascht. Gucken wir uns mal an. Das Auto hat gelaufen, ja gut, das ist jetzt noch kein Referenzwert, das Auto hat jetzt gelaufen 150 Kilometer. Das Auto hat jetzt gelaufen 150 Kilometer und der Verbrauch ab Start ist natürlich uninteressant, weil wir noch nicht gefahren sind. Aber der Verbrauch ab Reset, nur Probefahrten, 17,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut, denn der angegebene Verbrauch von Daimler liegt bei 15,9 bis 18,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Klar ist das immer sehr stark fahrweisenabhängig. Es kommt auf die Ausstattung des Fahrzeuges an, wie groß sind die Felgen, also ganz viele Faktoren. Aber ich finde, der Wert liegt in dem angegebenen Bereich von Daimler und das obwohl eine Probefahrt gemacht worden ist. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wie der hier gefahren ist, aber... Meinst du, du schaffst das dann? Also ich fahre, wir werden normal fahren, Julian, und ich werde auch tatsächlich mal auf der Autobahn ein kurzes Stück zügiger fahren und ja, ansonsten lass uns mal so zwischen 100, 120 und 100, 140 aufhalten. Ich denke, das ist eine angenehme Reisegeschwindigkeit, oder? Ja. Und in der, im normalen Verkehr schwimmen wir so ein bisschen mit. Also... Wir halten uns an die Verkehrsregeln, wir halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung und gucken uns dabei an, was das Auto noch so kann. Und da fängt es nämlich schon an. Es ist super cool, was Mercedes Me mittlerweile so kann. Mercedes Me ist also eine Verknüpfung zwischen Fahrer und Fahrzeug. Und wenn ich ein Mercedes Me-Konto habe, sind dort meine Daten hinterlegt. Und diese Daten kann ich einfach, indem ich mein Auto mit meinem Mercedes Me-Konto verknüpfe, in das nächste Auto übertragen. Und jetzt habe ich zum Beispiel ein Mercedes Me-Konto für das Auto aus Anders. Und in diesem Mercedes-Me-Konto vom Auto aus Anders, kannst du mal schauen, habe ich alle meine Daten hinterlegt, sprich biometrische Daten, also mein Fingerabdruck habe ich hinterlegt, meine Stimme ist gespeichert und meine Sitzposition ist gespeichert. Das heißt, als ich vorhin eingestiegen bin, konnte ich einfach meinen Finger auf den Fingerabdrucksensor legen. Das Profil wurde quasi freigeschaltet und mein Sitz wurde eingestellt. Jetzt ist es natürlich schon so, weil ich eben schon im Auto gesessen habe, aber eine wirklich coole Sache, die... ja, die wollte ich am Ende nur erwähnen. Also Mercedes Me ist wahnsinnig wichtig fürs Auto und personalisiert quasi mein Auto, obwohl ich noch nie in dem Auto gesessen habe. Ja, ich glaube, es reicht und wir gehen mal auf die Straße und gucken mal, wie sich das Auto fährt und
wir lassen auch mal Julian. Julian ist immer, der ist schon oft, oder er fährt ja überall mit und hat auch schon mittlerweile viel Ahnung von den Autos. Aber wir lassen ihm auch mal so ein paar Ideen geben oder auch mal sagen, was er von dem Auto hält, wenn er hinten sitzt. Denn der EQE ist ein stark abfallendes Fahrzeug von der Karosserie her. Und Julian, du bist wie groß? 1,93. Das könnte eng werden, aber wir gucken mal, was er nachher sagt. Ganz bestimmt nicht. Wir sitzen im Auto und ich habe den Verbrauch ab Start mal resettet und mal gucken, was jetzt so an Verbrauch dort nachher stehen wird. Wichtig, wir haben es draußen 17,5 Grad, Klimatisierung ist auf 22 Grad eingestellt. Also da muss man ja sagen, sind gute Voraussetzungen. Wir brauchen nicht viel Heizung, wir brauchen nicht viel Klimatisierung und können dementsprechend auch ganz gut Strom sparen. Die Reichweite sagt er jetzt, wir haben aber wir können uns auch hier drauf angucken, ja, dann ist das, glaube ich, einfacher zu sehen. So, wir haben jetzt 90% Akkuladung und haben eine Reichweite von 546 Kilometern. Und da muss ich mal eben kurz was machen. Hier ist unser Meinander TV Displayreiniger. Kommt quasi wie gerufen gerade. was für ein Zufall. Aber tatsächlich, der Bildschirm ist dreckig. Und ich kann ihn so ganz einfach mal eben sauber kriegen. Und dabei alles verstellen. Sieht aus wie neu. Sieht aus wie neu. Wir gucken uns den Verbrauch an. Nochmal gehen wir hin. Also 90% Akkuladung ist vorhanden. Reichweite von 547 Kilometern ist angegeben. Und ja, da gucken wir mal, was danach steht, wenn wir mit unseren 100 Kilometern fertig sind. Und wie gesagt, ich werde mich normal in diesem Auto bewegen und nicht extrem sparsam fahren. Ansonsten muss ich sagen, ich sitze hier vorne wahnsinnig gut. Ich kann alles gut erreichen, ich kann alles gut sehen. Was ist das jetzt für ein Lenkrad? Das ist das Serienlenkrad sozusagen. Also wir können noch optional das AMG Sportlenkrad bekommen. Das ist jetzt das normale Lenkrad, also was unten nicht abgeflacht ist, aber trotzdem gut in der Hand liegt. Und ich finde auch, sieht doch gut aus, Julian, oder? Ja. Ja. Und was ich besonders cool finde, das können wir jetzt aber nicht sehen, das Zielelement. Guck mal hier rüber. Wir haben eine Riesenfläche Zielelement mit kleinen Uhrsternen, also Uhr-Mercedes-Benz-Sternen. Und im Dunkeln sind die alle ganz angenehm beleuchtet. Und ja, das ist, ich glaube, das ist ein Erlebnis. Selber? Die leuchten selber, ja. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich glaube, es kann gut aussehen. Vielleicht müssen wir uns nachher mal irgendwo einen dunklen Ort suchen und mal gucken, wie das wirklich aussieht. Oder wir spielen das jetzt ein. Okay, wir spielen jetzt ein, wie das aussieht und ich bin auch gespannt, wie es wirklich aussieht. Und Frage an die Community, wie viele Sterne sind das? Die zähle ich aber nicht. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal so ein bisschen das Auto an. Wir sind gerade innerorts unterwegs, fahren 50 km/h. Ich denke, da kann ich mich auch mal minimal ablenken lassen und auf die Karte schauen. Und dabei sehen wir schon auf den ersten Blick, also ich habe jetzt tatsächlich noch nicht viel eingestellt. Es wurden meine Einstellungen übernommen, die in meinem Profil hinterlegt sind. Aber wenn ihr auf die Karte schaut, ich habe sofort als wichtigste Info eigentlich hervorgehoben die Ladesäulen. Wir haben ein Elektroauto, das heißt, wir müssen sehen, wo Ladesäulen sind. Und tatsächlich auch hier bei uns in der Stadt sind schon einige, ganz schön viele Ladesäulen vorhanden. Einige ganz schön viele. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mehr über so eine Ladesäule wissen möchte, dann tippe ich da einfach drauf. So, Mobilitätsstation, da haben wir es schon. Buchen Sie Mercedes Me Charge für die beste Ladeerfahrung. Jetzt haben wir nämlich das Problem, das Auto ist so neu, dass wir Mercedes Me Charge noch nicht aktiviert haben. Mercedes Me Charge ist eigentlich dafür da, uns alle Informationen zu den Ladesäulen zu geben. Würde bedeuten, jetzt ist es so, ich sehe die Ladestation in der Karte und ich weiß, dass es eine 22 kW Ladesäule ist, die die Wechselstrom laden kann. Wenn ich jetzt Mercedes Me Charge aktiv hätte, könnte ich mit meinem Fahrzeug die Ladesäule bezahlen. Das heißt, ich würde einfach im Navigationssystem auf Ladevorgang starten drücken, der Ladevorgang würde gestartet werden und das Ganze würde automatisch über mein Konto abgerechnet werden. Es ist aber auch so, dass wir hier im EQE über den Dienst Plug and Charge verfügen. Das heißt, auch dann, wenn Mercedes Me Charge aktiv ist, können wir ganz einfach zu bestimmten Ladesäulen hinfahren oder mittlerweile auch schon zu relativ vielen und brauchen eigentlich gar nichts machen. Denn das Fahrzeug erkennt, dass ich an der Ladesäule bin und sobald ich das Kabel in die Ladesäule einstecke, kommuniziert das Auto mit der Ladesäule und sagt, ah, das ist ja das Auto von Joschka Gossel, der Mercedes Me Charge Vertrag ist aktiviert. Ich kann jetzt einfach laden, ohne dass Joschka irgendetwas freischalten muss,
weil ich das ja schon gerade vom Auto erfahren habe. Also wirklich cool. Und wenn das alles nicht sein soll, haben wir natürlich noch mit Mercedes Me Charge eine Karte dabei, wo wir die einfach an die Ladesäule halten können. Und auch wichtig, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf. Doch, ich glaube, das ist schon bekannt. In Kürze gibt es neue Ladetarife. Das heißt, wir haben einen Ladetarif S, Ladetarif M und Ladetarif L. Dazu machen Julian und ich aber noch mal ein neues Video. Dann habe ich auch alle Informationen dazu. Ja, und wie das mit der Karte funktioniert, haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Genau, haben wir auch schon mal ein Video dazu gemacht, wie funktioniert eigentlich Mercedes Me Charge. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Deshalb würde ich das jetzt erstmal nicht weiter vertiefen, denn eigentlich geht es hier erstmal darum, das Auto zu entdecken und kennenzulernen. Aber das war mir einfach wichtig, mal zu sehen, dass es hier eigentlich wirklich sehr übersichtlich ist. Obwohl es so ein großer Bildschirm ist, haben wir alles eigentlich ja, parat. Das war ein kleiner Einblick zu den Ladesäulen. Ansonsten seht ihr, es ist alles super übersichtlich. Das ist hier mein Startbildschirm. Das heißt, ich sehe einmal den Radiosender, den ich höre, beziehungsweise die Quelle, von der ich Musik höre. Dann sehe ich mein nicht verbundenes Gerät, weil ich mein Handy noch nicht verbunden habe. Dann kann ich hier oben auswählen, wo es hingeht, also wo die Zielführung hingehen soll. Kann dort meine Zielführung eingeben, kann aber natürlich auch alles per Sprache bedienen. Also, hey Mercedes, kennt ihr mittlerweile auch schon wahrscheinlich alle. Ich kann mit einem Klick die Ladesäulen anzeigen lassen und hier aufs EQ-Menü gehen und kann jetzt zum Beispiel hier schon sagen, hallo, wo soll es hingehen? Meine letzten Ziele angucken, Ladesäulen, Parkplätze, Restaurants in der Nähe. Reichweite, mal gucken, was ich unter Reichweite finden kann. Ah, auch das ist cool, war mir so nicht bewusst. Ich kann jetzt mit einem Klick auf das EQ-Menü auch schon die Reichweite auswählen und könnte dann sogar mit einem Klick auch die Reichweite maximieren. Das will ich dann natürlich nicht, weil ich brauche es nicht, es ist genug Strom vorhanden. Wenn ich das aber machen möchte, könnte ich einfach hier sagen, Reichweite maximieren. Dann hätte ich 15 Kilometer mehr und die Funktionen im Auto würden hier so ein bisschen eingeschränkt werden. Gibt es das bei Verbrennern auch? Nein. Das ist eigentlich auch interessant. Eigentlich auch interessant, mal zu sagen. Das ist ja immer das Schlimme. Das ist wieder Julian, das ist tatsächlich ein guter Einwand. Wir fahren hier eigentlich ein Auto, was getankt wird, ob es jetzt mit Strom ist oder mit Benzin. Eigentlich funktioniert es ja gleich. Das heißt, wenn wir viele Verbraucher anhaben, verbraucht das Fahrzeug mehr. Wenn wir die Heizung anhaben, verbraucht das Fahrzeug mehr. Das ist egal, ob Verbrenner oder Elektroauto. Es ist eigentlich der, ob das genau gleich ist, weiß ich nicht, aber es ist schon ähnlich dargestellt. Aber Verbrenner fragt keiner nach dieser Funktion. Obwohl tatsächlich auch einige Modelle, wenn man jetzt mal an einen, das ist natürlich jetzt überspitzt gesagt, aber mal an einen AMG denkt, der sportlich gefahren wird, da kann es auch mal sein, dass der gerade mal 400 Kilometer mit einem Tank schafft. Und wir setzen jetzt hier eine E-Klasse, die tatsächlich mit einer Tankfüllung 650 Kilometer schaffen würde. Und da muss ich sagen, das ist auf jeden Fall ausreichend. Nee, aber ich finde zum Beispiel die Systeme, die da angezeigt werden, die Verbraucher sind, ja. Sind ja auch im Verbrennerverbraucher. Ja. Und vielleicht habe ich irgendwas an, was ich gar nicht nutze, was immer verbraucht. Ja, aber da redet halt keiner drüber irgendwie, ne? Ja. Was ich auch ganz interessant fand, normalerweise hätte ich es schon lange wissen müssen, aber mich hat tatsächlich ein Kunde darauf aufmerksam gemacht, dass der MB Passion Blog, also viele Grüße an der Stelle, dass der MB Passion Blog eine Liste veröffentlicht hat mit den verschiedenen Felgengrößen. Und beim EQS 580 oder war das ein 450, ich bin mir nicht ganz sicher, war das extrem, dass so eine Felge wirklich ganz viel Reichweite schluckt. Denn wir hatten da... Ich sag's mal grob, also wenn man jetzt die Serienfelge nimmt und dann die größte Felge, 22 Zoll Felge, die da ist, dann ist es tatsächlich eine Reichweite, die uns nachher fehlt mit der großen Felge, von fast 100 Kilometern. Und da muss man sich vorstellen, also man kauft sich eine Felge, die gut aussieht, aber die schluckt 100 Kilometer Reichweite. Was haben wir hier denn für Felgen? Hier haben wir die Serien 19 Zoll Felgen drauf. Oder die zum Electric Art Exterieur gehören. Aber auch das ist ein Punkt, den man nicht vergessen darf, der aber auch beim Verbrenner genau das gleiche spielt. Wenn ich mir jetzt einen GLE mit 18 oder 19 Zoll Felgen kaufe oder einen mit 22 Zoll Felgen, dann verbraucht der mit 22 Zoll Felgen natürlich mehr. Wir haben jetzt 28 Kilometer Landstraße hinter uns und haben einen Verbrauch von 16,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt werden wir uns gleich auf die Autobahn bewegen. Jetzt stehen wir an der roten Ampel. Und dann gucken wir mal, ob wir die Höchstgeschwindigkeit erreichen können. Wir werden uns zwischen 120 und 140 bewegen, nachdem wir die Höchstgeschwindigkeit erreicht haben. und gucken mal, wie das dann nachher aussehen wird. Ich glaube zwar nicht, dass wir die 17,7 oder 17,5, was hatten wir vorher stehen, schaffen werden,
aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, sparsam und zügig unterwegs zu sein. Und dann gucken wir uns gleich nochmal an, was wir uns hier so im Tacho anzeigen lassen können. Denn das finde ich auch ganz interessant, wie einfach und übersichtlich das sein kann, um hier die Anzeigen darzustellen. Aber jetzt geht es erstmal auf die Autobahn. Wie ist denn dein Gefühl so vom Fahrgefühl her? Stimmt, habe ich noch gar nichts so gesagt. Ne? Also was? Ja, also ich bin ja sonst eher derjenige, der eigentlich nur Verbrenner fährt oder oftmals Verbrenner fährt. Ich fahre selbst eine C-Klasse jetzt im Alltag, eine neue C-Klasse 206. Super mit zufrieden, super angenehm. Aber dieses Elektrothema ist einfach für mich immer noch irgendwie neu. Hört sich komisch an. Denn mich entschleunigt das immer so ein bisschen. Es ist super ruhig, entspannt, keine Schaltvorgänge. So wie jetzt auch. Wir fahren jetzt. Oh, ich fahre zu schnell, hier so 80. Wir fahren jetzt 80. Und im Endeffekt hören wir eigentlich nur. Nichts. So gut wie nichts, ne? Also schon sehr geringe Windgeräusche und so ein bisschen vielleicht die Straße. Aber wirklich angenehm. Also ich finde immer, wenn man jetzt so mit einem Elektroauto reist, ist das wahnsinnig entschleunigend. Aber die Dynamik dahinter ist halt auch extrem gut, weil wir haben immer sofort die volle Leistung. Wir haben jetzt hier einen EQE 350 Plus, der hat 292 PS und hat eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 6,4 Sekunden. Und das macht einfach Spaß, den zu fahren. Und das müssen wir eigentlich gleich auch nochmal testen, ob wir die 6,4 Sekunden überhaupt erreichen. Wir haben jetzt zwar kein Zeitenmessgerät, aber wir können es ja ungefähr abschätzen oder auch mal ungefähr ausprobieren, wie schnell das geht. Aber ansonsten, lange Rede, kurzer Sinn, das Fahrzeug fährt super, es ist super angenehm. Wir haben zwar erst 30 Kilometer gefahren, aber bis jetzt fühle ich mich wohl und kann hier gut sitzen. Ja, das Einzige, was wir noch ausprobieren müssen, Julian, der muss gleich mal nach hinten gehen und gucken, wie er mit seinen 1,93 da sitzen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Manko hier im EQE, dass es hinten von der Kopffreiheit her doch relativ eng werden könnte. Können wir ja. Ja, probieren wir mal aus. Wollen wir mal Tacho ein bisschen spielen? Genau, gehen wir zum Tacho rüber. Jetzt haben wir hier Zeit. Wir sind gerade in der Baustelle. Hier ist 80. Ich habe die Distronic an. Das heißt, das Auto hält automatisch den Abstand. Ja, hier ist jetzt unser normaler Tacho. Das heißt, wir sehen unsere Geschwindigkeit, unsere Leistung, die abgerufen wird. Unten rechts in der Tube sehen wir jetzt die Rekuperationsstufen. Das heißt, ich kann über die Schaltpedals einmal auf Plus drücken, kann keine Rekuperation auswählen. Das heißt, das Fahrzeug segelt nur. Ich kann auf die Minus gehen, dann geht er in die normale Rekuperation. Oder ich gehe auf die Minus, genau. Oder ich gehe auf die Minus, das ist starke Rekuperation. Rekuperation bedeutet, dass das Fahrzeug, sobald ich vom Gas gehe, wieder Strom zurückgewinnt. Das heißt, wenn ich jetzt bremse oder das Fahrzeug langsamer wird, wird der Motor zu einem Generator umgewandelt und kann so wieder Strom erzeugen und dementsprechend Strom wieder zurückgewinnen. Also jedes Mal, wenn ich bremse und die Bremskraft des Motors ausreicht, dann werden meine Bremsen nicht in Anspruch genommen, sondern nur der Motor, und der erzeugt dadurch Strom und bringt mir natürlich dann einen geringeren Verbrauch und ich verschenke keine Energie. Und wenn ich das jetzt mit den Pedals einstelle, kann ich entweder sagen, ich möchte zum Beispiel nur ausrollen, dann gehe ich in D Plus und ich möchte gar nicht rekuperieren, sondern ich möchte es selber steuern über die Bremse. Oder aber ich gehe in D Minus und dann könnte ich in der Theorie mit einem Pedal fahren. Denn sobald ich dann vom Gas gehen würde, ich mache mal das Fahrassistenzsystem geht aus. So, jetzt fahre ich, jetzt gebe ich mal Gas. Wenn ich jetzt vom Gas gehe, pass mal auf, dann passiert nämlich sofort das hier. Oh. Er rekuperiert stark und gewinnt dadurch Strom zurück. Also du bremst nicht? Nein, ich bin nur vom Gas gegangen. Wenn ich auf normale Rekuperation gehe, gehe ich jetzt vom Gas und es ist minimal, also die Rekuperation ist minimal. Wenn ich jetzt auf, hier sehen wir das, wie stark er rekuperiert. Mhm. Wenn ich jetzt auf D Plus gehe, ich beschleunige mal eben und lasse jetzt ausrollen, dann wird er gar nicht rekuperieren. Und so wird er halt segeln. Und da muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt ja noch die intelligente Rekuperation. Dann würde das Fahrzeug selbst entscheiden, anhand des Umfeldes, wann es Sinn macht zu rekuperieren und wann es Sinn macht auszurollen. Das heißt, da vorne ist ein Radar, der sieht alles klar, da vorne ist ein LKW. Ich brauche jetzt nicht ausrollen, ich rekuperiere jetzt, damit ich nicht zu dicht auffahre. Oder das Fahrzeug weiß anhand des Navigationssystems, hey, pass auf, da ist gleich ein Kreisel. Ich rekuperiere schon mal, weil es macht keinen Sinn, da jetzt drauf zuzufahren und dann stark zu bremsen. Oder das Fahrzeug weiß, ich fahre jetzt meinetwegen 100, es kommt gleich eine 70er-Zone, das Fahrzeug wird mir sagen, demnächst 70 km/h, ich werde schon mal langsamer und gewinne so schon mal Strom zurück. Das wäre die intelligente Rekuperation. Und ja,
Das ist eigentlich ein ganz cooles Thema. Wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt und noch viel mit dem Elektroauto unterwegs ist, dann hat man irgendwann die Möglichkeit selbst, oder dann weiß man, wann rekuperiere ich, wann bremse ich, wann macht es Sinn zu rollen. Und das macht eigentlich schon Spaß, das mal so ein bisschen zu testen. Und ich muss dazu sagen, seid mir nicht böse, wenn ich mal minimal was Falsches sage. Ich meine, klar, wir verkaufen die Autos, aber ich habe noch keine 10.000 Kilometer mit dem Elektroauto gefahren. Deswegen ist das für mich auch immer noch so ein kleiner Punkt, wo ich selber lerne und immer noch viel entdecken kann. Und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Wollen wir mal gucken, was sonst noch im Tacho ist? Genau, wir haben uns da eigentlich vor dem Tacho, wollen wir uns angucken, richtig. Ja, hier oben haben wir eigentlich alle wichtigen Informationen immer. Sprich Geschwindigkeit, wie schnell fahre ich, Spurhalteassistent ist an, Abstandsregeltempomat ist an, mach den auf 80. Wenn ich jetzt aufs Haus gehe am Lenkrad, kann ich verschiedene Tachostile auswählen. Zum einen kann ich sagen, bin ich jetzt über die Spur gefahren, ich möchte das Navigationssystem sehen, dann kann ich hier die Karte in Vollbild anzeigen lassen. Ich könnte das Ganze auch als Satellitenkarte auswählen, das ist natürlich auch cool. Wird so aussehen. Oder ich kann zum Beispiel mir das Assistenzsystem in Vollbild anzeigen lassen. Da seht ihr es, ich bin gerade über die Spur gefahren. Er erkennt das Fahrzeug, vorausfahrende Fahrzeug vor uns. Des Weiteren kann ich mir zum Beispiel den Service anzeigen lassen, wann ist der nächste Service fällig, ob hier Meldungen sind. Ja, und vieles mehr. Jetzt kann ich hier mal den sportlichen Tacho hier auswählen. Dann sehen wir die, ich sag mal, die G-Kraft-Anzeige in der Mitte. Oder aber auch dezent, sodass ich möglichst wenig Informationen habe und dann wirklich nur das Wichtigste. Ich sehe die Uhrzeit und die Geschwindigkeit und das, was ich so schnell fahren darf oder wie schnell ich fahren darf. Ansonsten haben wir noch Head-Up-Display mit an Bord. Das heißt, ich kann hier ganz einfach die Standardeinstellungen einstellen, sprich Geschwindigkeit, Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann sehe ich, kann ich die Eco-Anzeige, wo er mir dann zeigt, wie sparsam ich unterwegs bin. Ich weiß nicht, Julian, kannst du das in der Scheibe sehen? Wenn du hochfilmst, sieht man das? Ja. Oh, jetzt seht ihr mal die Eco-Anzeige. Also super cooles Head-Up-Display. Und das ist tatsächlich... Oh, jetzt habe ich es ja gemacht. Na. Da ist jetzt die Eco-Anzeige. Ich kann eine Einstellung vornehmen, kann mir hier die sportliche Anzeige hinlegen. Oh. Oder halt ganz wenig nur die Geschwindigkeit. Also super coole Sache, super einfach einzustellen und auch sehr intuitiv. Ich denke, da kann man sich schnell dran gewöhnen. Und jetzt, pass mal auf, Julian fährt mal auf dem Tacho. Es ist frei, ich werde jetzt mal durchbeschleunigen und gehe auf Sport. Da hört ihr schon, Sound Experience ist da. Autobahn ist frei. Und ich finde den beschleunigt ganz gut. 200 km/h. Jetzt muss ich leider bremsen, weil vorne jemand kommt. Beziehungsweise ein vorausfahrendes Fahrzeug da ist. Klingt echt gut. Klingt gut, ne? Und ging auch ganz gut. Also im Endeffekt kann ich das Ganze fahren wie ein normales Auto. Bleiben wir mal so zwischen 130 und 140, ich beschleunige ihn noch einmal durch. Denn dann könnt ihr nochmal die Sound Experience hören. Hört mal hin, wenn ich jetzt Gas gebe. Können wir hier. Oh, da wollte er rüberfahren. Habt ihr es gehört? Und diesen Klang könnt ihr noch umstellen in ein anderes Fahrgeräusch. Und kann da muss. Auch ausmachen? Die kann ich auch ausstellen, klar. Also ich kann auch die Sound Experience ganz ausstellen, wenn mich das stören würde und ich trotzdem das Fahrprogramm auf Sport haben möchte, kann ich das auch ausstellen und sagen, ich will das Geräusch nicht haben. Dass man mal so die Windgeräusche hören kann. Ja. Ich mach's mal aus. So, jetzt. Wie viel fahren wir jetzt? Jetzt fahren wir jetzt gerade 120. Wir können ja mal bis. So 130, 140, wie laut das dann ist. Genau, wenn der Verkehr zulässt. Das ist okay. Also ich merke, es ist ja immer so, man ist ja auch jetzt ein bisschen verwöhnt, denn normalerweise hört man ja auch Motorgeräusche. Und jetzt hören wir wirklich nur Windgeräusche und kriegen eigentlich relativ wenig vom Umfeld, vom Drumherum mit. Das ist angenehm. 140 fahren wir jetzt. Jetzt noch ein bisschen beschleunige. Und wir können uns wirklich noch ganz normal weiter unterhalten. Ne? Also ich muss es nicht lauter reden. 170, 180. Ich habe jetzt nicht stark beschleunigt, jetzt kann ich ein bisschen mehr. Muss ich leider wieder bremsen. Das ist echt super. Ja.
doch schon angenehm. Also ich, bis jetzt kann ich noch nichts Schlechtes sagen. Das Einzige, was glaube ich schwierig sein wird, ist die Kopffreiheit hinten. Was ich noch nicht herausfinden konnte. Aber ja, ich meine, wie oft sitzt man hinten? Wir haben unsere 100 Kilometer jetzt gefahren und ich muss sagen, das Thema ist immer attraktiver irgendwie, denn als wir unsere ersten Reichweiten-Videos gemacht haben, dachten wir immer so, oh, wir müssen jetzt vollladen, wir müssen unbedingt das Auto vollgeladen haben und dann müssen wir den gleich wieder in die Ladesäule stellen. Und jetzt ist so, ja, wir sind mit 90% losgefahren, haben jetzt noch, mal gucken, was haben wir noch, EQ, haben jetzt noch 71%, das heißt, wir haben jetzt 20% verbraucht für 100 Kilometer. Wir sind aber auch tatsächlich dann auf der Autobahn gewesen. Wir sind tatsächlich, ja, wir sind glaube ich ein paar Kilometer 80 gefahren, weil die Baustelle da war. Dann sind wir 200 tatsächlich gefahren. Auch mal kurz über 200 gefahren und haben dann uns dann so bei 130 eingependelt, sind dann über Land zurück. Und wir haben einen Verbrauch von 17,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ich finde, das ist realitätsnah, so wie wir gefahren sind. Und angegeben ist der Verbrauch mit 15,9 bis 18,7 Kilowattstunden. Das heißt, wir befinden uns sogar in der Werksangabe von Daimler und können dann dementsprechend auch sogar unsere Reichweite erreichen. Wir haben jetzt noch eine Reichweite übrig von 443 Kilometern. Auch das kann sich sehen lassen. Und wie gesagt, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo die Reichweite noch natürlich etwas geringer war, ich muss jetzt an die Ladesäule wieder. Aber so kann ich ihn einfach wegstellen. Tank ist dreiviertel voll und hat noch 400 Kilometer Reichweite. Das reicht vollkommen aus, um locker von A nach B zu kommen. Das Einzige, was wir jetzt noch mal testen müssen und was mich noch interessiert, ist, wie das so im Alltag ist. Also wenn ihr schon Elektroauto fahrt, würde mich mal interessieren, wie kommt ihr mit der Reichweite zurecht und wie ist es auf langen Strecken? Habt ihr schon mal Probleme gehabt mit Ladesäulen oder ist es tatsächlich nur ein Mythos, der aufgeräumt werden muss? Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Julian und ich werden es auf jeden Fall testen und ich hoffe, dass ich auch bei den Kürzen mal auch mal länger ein Elektroauto fahren kann, dass man auch mal im Alltag sieht, wie wird das Ganze genutzt. Ach ja, und noch ein ganz kleiner Tipp am Rande oder eine ganz kleine Information am Rande, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Batteriekapazität von diesem EQE 350 Plus liegt bei 90,5 Kilowattstunden. Würde bedeuten, wir würden an der Wallbox ungefähr 9 bis 10 Stunden brauchen, bis das Auto vollgeladen ist. Wenn wir an einem Schnelllader sind, dann kann das Fahrzeug mit bis zu 170 kW geladen werden. Würde bedeuten, wir würden innerhalb von einer Viertelstunde ungefähr 250 Kilometer wieder reintanken können. Von 10 bis 80% würden wir ungefähr 30 bis 35 Minuten benötigen. Und ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Dann, ich sag mal so, nach 500 Kilometern kann man auch mal eine Pause machen und dann mal eben eine Viertelstunde oder 30 Minuten laden und dann hat man das Auto quasi wieder nahezu vollgeladen, halt wieder 500 Kilometer vor sich. Jetzt müsste man ja eigentlich mal ausrechnen, was haben 100 Kilometer Strom gekostet gegenüber Strom? Können wir mal machen. Strom gegenüber, Verbrenner. Können wir mal machen. Wir haben 17,1 Kilowattstunden. Ich rechne mal, was kosten Kilowattstunde? 35 Cent. Ja, wenn man jetzt außerhalb lädt. Ja, aber jetzt mal zu Hause. Du lädst zu Hause an der Wall. Ich zu Hause laden würde. Ich rechne mal, ja, ist schwierig zu sagen, ne? 30, sagen wir 35 Cent. Wenn ich zu Hause laden würde, rechne ich mal 17,1 mal 0,35. Das sind 5,98 Euro, also 6 Euro für 100 Kilometer. Kann sich sehen lassen, oder? Man muss natürlich gucken, wie es dann außerhalb ist. Deswegen gibt Mercedes-Me Charge jetzt auch die neuen Ladetarife, dass man wirklich einen festen Kilowattstundenpreis hat. Also im Tarif S sind alle Preise unterschiedlich. Im Tarif L bezahlt man eine Grundgebühr, hat aber dann immer einen festen Kilowattstundenpreis. Und so kann man natürlich auch rechnen und auch mit einem festen Preis ausgehen, dass man sagen kann, ich muss mir jetzt nicht Gedanken machen, dass ich jetzt an der Ladesäule 2 Euro für eine Kilowattstunde bezahlen muss, sondern ich weiß vorher schon, okay, da kostet die Kilowattstunde dann, ich habe den genauen Preis jetzt im Kopf, 39, 49 Cent und damit kann man arbeiten. Ne? Aber was würde eine E-Klasse dieser Größe verbrauchen an Sprit? Ja, es kommt darauf an. Also wenn man jetzt einen Benziner nehmen würde, oder ich sag mal, wir gehen vom 220er Diesel aus. Den kann man mit 5 Litern fahren, den kann man mit 7 Litern fahren. Wenn ich jetzt mal rechne, wenn ich jetzt mal wirklich sparsam unterwegs bin, ich fahre die E-Klasse mit 5 Litern und der Diesel kostet gerade 2 Euro, dann müssen wir 10 Euro pro 100 Kilometer bezahlen. Ja, überleg mal. Ja. Wenn ich aber jetzt natürlich sage, ich fahre vielleicht auch 160 oder 180, dann braucht die E-Klasse auch mehr, dann sind wir vielleicht bei 14 Euro, dann sind wir hier auch höher, ne? Aber ist schon 6 gegenüber 10 Euro? Das stimmt, das ist schon ein Unterschied, ja. Wenn die Spritpreise oder wenn die Strompreise so bleiben, ist es Stand jetzt vielleicht sogar ein bisschen günstiger, aber natürlich auch höhere Anschaffungskosten. Also im Endeffekt kann man das alles hin und her rechnen, aber Julian, du hast recht, in diesem Fall ist es schon günstig.
Und es geht auch, glaube ich, gar nicht darum, was jetzt günstiger ist und was macht mehr Sinn oder was ist cooler. Man muss einfach das nehmen, worauf man Bock hat. Wenn man Elektroauto fahren will, dann sollte man das tun. Dann kann man das auch und dann macht es auch Spaß. Und selbst wenn man es nicht fahren will, kann man es auch. Aber dann ärgert man sich über Kleinigkeiten, die man sonst vielleicht nicht so sehen würde. Aber gut, ich bin zufrieden. Das war eine super Fahrt. Ich bin mit Verbrauch zufrieden, ich bin mit dem Auto zufrieden. Das Einzige, wo ich nicht mit zufrieden bin oder wo Julian nicht mit zufrieden ist, mit seinen 1,93 und in Verbindung mit dem Panoramadach hat er tatsächlich seine Frisur so ein bisschen an der Decke, weil ich kann es ja mal aufmachen dann. Also hier geht's. Da geht's, ne? Kann man das sehen? Ja. Ja, du hast einfach die Kopffreiheit, ist ein bisschen zu wenig, ne? Genau. Mein Julian klagt eigentlich nie, warte, jetzt darf ich mal filmen. Also man guckt 1,93. 1,93 mit Dach aufgeht. Ich weiß nicht, wie es ohne Panorama ist. Dann hast du wahrscheinlich mehr Platz. Das mache ich mal zu. Muss da kurz Kopf einziehen. Ich meine. Es geht. Es geht. Auch, aber dann ist deine Frisur ist dann halt schon ein bisschen, ja. Kommt ein bisschen in Mitleidenschaft. Ne? Stopp. Das ist das einzige Manko, was ich hier haben kann oder sagen kann. Aber noch mehr Teste werden natürlich. Genau. Und ich denke auch, dass wir auf jeden Fall noch mal einmal einen kompletten Reichweitentest machen oder einen Langstreckentest, wo man wirklich auch mal real erleben kann, wie fährt sich das Auto und wie fährt sich das Auto, wenn ich es vielleicht so fahre, wie ich normalerweise meinen Verbrenner fahre. Ne? Ja. Ja. Damit seid gespannt, bis zum nächsten Video. Und ja, schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Fragen in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke, abonniert uns. Darüber würden wir uns freuen. Und damit, wie gesagt, hinter der Kamera Julian und Joschka vom Auto aus Anders und Fechter.